Hallo meine Lieben, ich begrüße euch heute zu meinem neuen Format Breakdown. Und da geht es um die Welt des Films. Wir wollen uns speziell mit Film beschäftigen. Ich lade Filmemacher, Schauspielerinnen, alle möglichen Filmmenschen ein. Und wir führen da Gespräche. Natürlich steht der Gast im Vordergrund, also das, was der Gast in dem Bereich macht. Und wir teilen die Leidenschaft für den Film. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, für mich was Besonderes. Wir haben identische Abstammung aus Calabria. Wir haben eine sehr große Leidenschaft für den Film. Wir sind Underdogs, wir kommen von unten. Wir haben uns was schon ein bisschen erarbeitet. Ja, das ist Stefano. Stefano, stell dich doch am besten den Leuten mal selber vor. Hi, erstmal vielen Dank für deine Einladung in den Podcast. Mein Name ist Stefan Ciasosimo, aber die meisten Leute nennen mich immer Stefano. Meine Eltern haben mir einen deutschen Namen gegeben, aber kein Mensch kennt mich darunter. Aber Freunde sagen Ste. Ich bin Filmemacher. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, wo ich regelmäßig Kurzfilme online stelle. Ich zeige meistens Geschichten oder erzähle Geschichten, die nicht so Mainstream-mäßig sind, sondern eher so Geschichten, die mich berühren. Geschichten, die kein anderer so in die Hand nimmt. Ja, und das tue ich regelmäßig releasen. Und nochmal vielen Dank für deine Einladung hier. Ja, Jens, ich habe mich sehr gefreut, dass du auch zugesagt hast. Wir haben zwei Sachen, wo wir momentan gemeinsam verwickelt sind. Ein Projekt von mir, ein Fernsehfilm, wo ich das Drehbuch geschrieben habe, wo du ja wichtige Funktionen übernehmen wirst. Und dann fühle ich mich sehr geehrt, dass du mich eingeladen hast als Schauspieler für einen Kurzfilm. Die Story hat mir sehr gefallen, die du mir erzählt hast. Sowieso bin ich auch ein Fan deiner Kurzfilme. Ja, und es freut mich auch, dass mein guter Freund Imad dabei ist, Imad Manli, und dass ihr euch näher gekommen seid und euch gut versteht. Ja, und dass wir beide, Imad und ich, dann zusammen die Hauptrollen spielen dürfen. Und da habe ich schon gemerkt, dass du anders bist, also dass du auch anders arbeitest, dass du ganz andere Ideen hast als viele andere. Ach, meine Hunde hier, dürft ihr euch nicht von irritieren lassen. Die wollen natürlich auch die volle Aufmerksamkeit und vor allem sind sie kleine Stars. Sie möchten gerne in den Mittelpunkt. Auf jeden Fall, Stefano, wir arbeiten ja zusammen in zwei Projekten schon. Und was hat dich denn persönlich überhaupt in die Filmwelt getrieben? Du machst ja auch beruflich Werbefilme, soviel ich weiß, ne? Genau, richtig. Also ich verdiene mein täglich Brot mit Werbefilmen. Das heißt, ich produziere für Leute Werbespots fürs Fernsehen, fürs Kino und fürs Internet. Aber Geschichten haben mich eigentlich schon immer so ein bisschen fasziniert, schon so von klein auf. Das sagt eigentlich jeder so, ne? Aber das war echt bei uns so. Und bei mir, ganz speziell bei mir, war das immer so die Geschichten, keine Ahnung, in irgendwelchen Filmen oder in irgendwelchen Hörbüchern oder in irgendwelchen Büchern, die anders waren, die krass waren und gerade mit so Twistplots, das heißt, am Ende kommt es ganz anders raus, wie geplant, die haben mich am meisten immer fasziniert und haben mich schon von klein auf mit VHS-Kassetten, ich und ein Freund von mir, der Philipp, der sitzt gerade in Schweden rum und schreibt da Drehbücher, haben wir schon von klein auf kleine Filme gedreht, haben das dann am Videorekorder so ein bisschen selber versucht zu schneiden und dann haben wir das der Klasse präsentiert. Und ja, durch die Jahre ist das alles ein bisschen professioneller geworden. Ich sag mal so, ich bin Geschichtenerzähler und das Filme machen, das kam so dazu, weil irgendwie habe ich so keinen gehabt, der mit mir so diese Vision teilt. Und deshalb musste ich mir alles so ein bisschen selber beibringen. Wie funktioniert das mit Kameraführung? Wie ist das mit Licht? Wie funktioniert ein Film? Heldenreise, Dramaturgie? Hast du dir alles autodidaktisch beigebracht oder auch viel von, sag ich mal, erfahrenen Profis gelernt? Oder wie ist dein Weg gewesen? Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe erst alles Mögliche mir autodidaktisch beigebracht und dann auch von Profis gelernt und immer weiterentwickelt. Und irgendwann dann tatsächlich sogar Drehbuch studiert. Aber du bist rein autodidaktisch jetzt an die Sache rangegangen oder bist das unternehmerisch als Werbefilmer? Ja, ja, komm. Bist du irgendwie ausgebildet? Nee, ich alles selber beigebracht. Dank sei Google und dank sei YouTube. Ich muss mich da eigentlich echt herzlich bedanken, weil in der heutigen Zeit kann man sich alles selber beibringen. Wirklich alles selber. Ich habe so viel gegoogelt, dann viel auf Englisch. Hab das übersetzt, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe und saß halt echt ewig lang dran an Tutorials. Natürlich gab es ein paar Filmemacher in der Region, von denen ich ein paar Tipps bekommen habe, aber so das meiste, das war so selber rausfinden, machen und tun und natürlich die Erfahrung. Ich meine, ich bin auch ehrlich, ich habe auch viel Scheiße produziert, auch gerade im Werbefilmbereich am Anfang, habe irgendwelche Fehler gemacht und durch Fehlern lernt man, weil nur so kommt man voran, so, ne? Wie viele Kurzfilme hast du denn bisher selber produziert? Boah,
Also wir haben ganz am Anfang, hab ich eine Serie produziert, eine Webserie, ich glaube mit 10 Folgen, das war ein halbes Jahr Arbeit. Dann habe ich, glaube ich, jetzt 15 bis 20 Kurzfilme produziert. Nicht alle sind online, nur die, wo mir am besten gefallen. Und jetzt tue ich regelmäßig Kurzfilme auf meinen YouTube-Kanal online stellen. Das heißt, jede zweite Woche kommt ein Kurzfilm und dann kommt ein Making-of, ein Kurzfilm, ein Making-of, ein Kurzfilm. Das heißt, jede Woche ist ein Upload da. Und ja, damit versuche ich mir gerade einen YouTube-Kanal aufzubauen. Und ich versuche auch, mich komplett auf die Geschichten zu konzentrieren. Natürlich, man muss ja so sehen, Film ist eine kostspielige Sache. Das heißt, ich Ja, versuche mit allerdings. den Mitteln, die ich habe, so das beste Ergebnis zu erzielen. Das heißt, es kann mal sein, dass ein Schauspieler in 2 Kurzfilmen vorkommt. Oder es kann sein, dass die Location nicht hundertprozentig top ist. Oder dass, keine Ahnung, die Requisiten jetzt nicht aussehen wie bei Hollywood. So, ne? Also wie gesagt, ich versuche wirklich mit den Mitteln, wo ich habe, das Beste rauszuholen und ich konzentriere mich so auf die Geschichte. Aber ja. Ja, und Ja, ja, ich wollte also sagen, das das. ist ja gerade eine besondere Herausforderung, wenn du da auf Schwierigkeiten, also beim Film hast du ja eigentlich immer Stress, auch beim großen Film. Es ist ja immer irgendwo ein Problem oder irgendwo irgendeine Not, die geklärt werden muss, gerade in so großen Sets, bei großen Teams. Mein Hund, der ist gerade wirklich sehr anhänglich. Und man wird ja ständig vor Herausforderungen gestellt, sozusagen als Filmemacher. Und gerade jetzt, wenn du von vornherein viele Schwierigkeiten lösen musst, dann hast du noch viel mehr Lerneffekt für dich dann. Und die bestmögliche, optimale, also das Optimale daraus zu holen, ist halt die Herausforderung, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei einem professionellen Filmset ist, also bei fiktiven Filmen. Bei Werbefilmen ist es ein bisschen was anderes, aber ich habe da, glaube ich, einen ganz guten Stil entwickelt, wo sich alle damit wohlfühlen. Die Leute, die da bei mir am Filmset sind, die merken so den Spirit, die merken die Energie, die haben da auch Bock drauf. Das ist ja auch das Nächste. Die Leute, die bei meinen Kurzfilmen mitspielen, die machen alle freiwillig mit, die haben Bock auf die Geschichte, die fühlen das und die haben auch Bock, so ein bisschen die Extrameile zu gehen. Und wenn wir filmen, 15 Stunden, bam. Das geht so schnell vorbei und wir arbeiten, bis wir Kopfschmerzen haben. Aber dann freuen wir uns auch, wenn das Ergebnis da ist. Ne? Dann feiern wir uns selber, dann finden wir die Storys geil. Und das ist eine ganz, ganz, ganz schöne Energie, die da immer ist, wenn wir drehen und wenn wir machen und die Leute, die da auch immer mitspielen, so, das ist schon richtig Familie geworden. Und die Ja. Ergebnisse, die lassen sich auch sehen. So, ne? Ein paar Filme, die haben es weit gebracht, ein paar Kurzfilme. Zuletzt ja auch Rap um dein Leben. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber Rap um dein Leben, das war dann deine neueste Veröffentlichung jetzt auf deinem Channel, Genau, richtig. YouTube-Channel. Und ja, den fand ich cool. Da hast du Genau. auch mir selbst erzählt, dass du da wirklich aus wenigen Mitteln, wurde es auch vor Schwierigkeiten gestellt, was Locations betrifft und so, musst das Bestmögliche wieder halt mal rausholen mit den Mitteln, die du Ja, zur gerade, Verfügung also, hast, ne? genau, also gerade Rap um dein Leben, das ist eine Story, da wurde ich ein bisschen inspiriert von Shug Knight. Jeder kennt Shug Knight, der ein bisschen in der Hip-Hop-Szene ak aktiv ist. Das ist, war der Manager Ja. von Tupac und Dr. Dre. Und es ging ein Gerücht rum in der Szene, dass er eine Art Red Room hat. Und das hieß, er hat R&B-Sänger und Rapper eingeladen oder die sind gekommen und die hatten halt so die Chance, ihre Skills zu zeigen, also zu rappen, zu singen. Und wenn die scheiße waren, dann haben die Ja. wurden die zusammengeschlagen von seinen Platz-Members noch, ne? Und ich Durchaus habe das. denkbar bei seinem Image, ne, dass er so, Genau. wofür er so bekannt ist. Und dann habe ich gesagt, okay, guck mal, das ist eine geile Story, lass mal machen. Dann haben wir das gemacht. Dann habe ich hier einen Kollegen aus der Region Ulm, der Brani, der hat ein geiles Studio. Hey, können wir da filmen? Hast du Bock auf eine Rolle? Dann der Manu, der Big Daddy X, der sah ein bisschen mit dem Bart so aus. Habe ich gesagt, hey Jungs, kniet euch in die Rolle rein, das wird eine geile Geschichte. Und dann haben wir mit wenig Mitteln die Story erzählt. Aber natürlich, wenn da jetzt Cash drin ist und da kann man das natürlich alles viel, viel pompöser aufziehen, so, ne? Der kommt rein, geiles Studio. Ja, Und klar. noch krassere Darsteller und alles drum und dran. Aber das ist ja das Geheimnis an der ganzen Geschichte. Wir versuchen mit den Mitteln, wo wir haben, das Beste zu machen. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit Wu-Tang. Wu-Tang hat ihr erstes Album in so einem Kleiderschrank aufgenommen und die sind durch die Decke gegangen. Und so sehe ich mich da so ein bisschen, ne? Klar, weil du letzten Endes, Augenblick mal kurz, ich muss mal kurz unterbrechen. Hallo, Ja. zu meine Kleine. Du bist jetzt hier nicht im Mittelpunkt. Wir führen jetzt gerade ein Gespräch, ne? Das werden einige Menschen sehen. Du lässt uns da schön sitzen und süß sein. Aber jetzt nicht hier irgendwie ins Set jumpen, bitte. Ja, genau. Also Also. mein Hund hört nicht auf mich. Ich nehme wieder. Okay, Wenn kein der andere Problem. aufwacht, dann hast du hier noch einen zweiten Rumtour. Auf jeden Okay. Fall, also war ein guter Vergleich, weil es ja wirklich aus dem Underground, also das waren ja auch Leute, die nichts hatten und
aus diesen Mitteln, wo einfach die Kunst gesprochen hat, ne? Also ich muss sagen, guck mal, ich merke, dass ich auch bei anderen Filmemacher, es gibt also Filmemacher, die mich feiern, ne, für meine Art, es Ja. gibt Filmemacher, die hassen mich dafür, so, ne, weil die bringen halt ein Projekt in 2 Jahren raus, aber dann ist alles perfekt und bababam und hier und da und da hättest du noch das machen können und so, ist okay, aber wir wären da keine Best Friends bei sowas und es gibt auch viele, die sagen, ja, du hättest das so machen sollen oder denen gefällt der Stil nicht und so, aber guck mal, es ist so, egal was du machst, du wirst oder geliebt oder gehasst. Mich interessiert es nicht, weil es ist meine Kunst, das sind meine Stories, ich feiere es. Ich habe da immer ein Prinzip, so gehe ich immer ran. Das, was ich mache, ist, wenn das ein anderer machen würde, würde ich das feiern, ja oder nein? Und wenn ich das feiern würde, dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, in der Branche, sich ein bisschen zu beweisen, muss man auch so einfach mal auf alles scheißen und sein Ding machen. Das ist auch ganz wichtig. Also nicht nach links und rechts gucken und schauen, was sagt der und was sagt der, sondern einfach machen, tun und sein Ding durchziehen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, authentisch bleiben und seinen Sachen treu bleiben, denn sonst kommst du da nicht voran, so, ne? Aber das ist Ich bei sehe auch einen jedem Unterschied, so. ob, Das ist bei ja, es jedem ist ja so. ein Unterschied. Du setzt ja jetzt nicht auf die Full-Movie-Karte, dass du jetzt nur große Spielfilme entwickelst, sondern du versuchst ja wirklich dein Glück da mit deinen Kurzfilmen und das ist auch außergewöhnlich. Es gibt ja nicht so viele Filmemacher auf YouTube, die so viele Kurzfilme, also kurze Kurzfilme vor allem, die auch noch dann wirklich schöne Plots haben, da releasen. Deswegen bist du mir auch aufgefallen. Also wir sind ja begegnet durch ein paar Sachen da im Internet und ja, dann habe ich mir auch deine Sachen mal angeguckt und ich finde es halt gut. Die Kunst ist ja auch gerade beim ganz besonders kurzen Kurzfilm, da einen Plot reinzubringen und auch einen Wendepunkt. Und das gelingt ja meistens, ne? Ja, genau, richtig. Echt Also, gut. ich meine natürlich, wie für jeden Filmemacher ist der Traum, einen richtigen Movie zu produzieren. Das wird auch kommen, Ja. hundertprozentig. Aber ich sage halt einfach, die Mittel sind noch nicht da. Ich bin jetzt auch nicht bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Das ist ja auch das Nächste. Man kennt ja Leute aus der Filmbranche und alles drum und dran. Aber ich habe keinen Ja, Bock, klar. Kompromisse einzugehen. Da jeder, der sich ein bisschen in der deutschen Filmbranche auskennt, weiß, die ist relativ festgefahren. Und wenn du halt Das ist auch irgendwelche das Leid anderen. eines Drehbuchautoren, halt, wenn du jetzt Drehbücher entwickelst, du bist so in der Nahrungskette angesiedelt, praktisch erstmal kannst du lange warten und du hast immer, es ist nie sicher. Also das heißt, es steht nie hundertprozentig fest, ob das wirklich am Ende realisiert bist, solange du am Entwickeln bist. Ne? Und dadurch hast du keine Releases, du bist die ganze Zeit eingebunden, hast sehr viel Arbeit. Und das betrifft ja auch andere Bereiche. Und deswegen finde ich cool, dass du auch komplett alles in der Hand behalten willst und das jetzt im kleinen oder im kurzen Movie zeigst, ja. Und das zeigt dir dein Talent. Und später wird deine Chance schon kommen. Da wird auf jeden Fall der Spielfilm kommen. Die Leute werden sich da schon um dich reißen, glaube ich, weil du bist schon anders als die Dankeschön. breite Masse. Du schwimmst ja ein bisschen gegen den Strom so. Ja, ich meine, ja, kann man schon so sagen, dass ich da ein bisschen gegen den Strom schwimme. Aber das ist jetzt nicht absichtlich gemacht, sondern es ist halt einfach nur so, weil ich sehe die Filmbranche oder die Filme, ich sehe das so als meine kleinen Kunstwerke, das sind meine Stories. Und ich bin offen für konstruktive Kritik. Zum Beispiel der Imad, wo ich dem die Story von uns jetzt gepitcht habe mit dem Kurzfilm, der hat zwei, drei Elemente reingebracht, die waren richtig gut. Die fand ich richtig geil und dann habe ich gesagt, okay, die bauen wir mit ein. Und das heißt nicht, In dass unserem ich, Film als jetzt, also in genau, dem Film, wo richtig, wir, ah, genau, okay. der jetzt noch rauskommt. Und ich bin da Ja. offen für Sachen, aber ich bin auch einer, der sagt, hey, wenn ihm irgendwas nicht gefällt, sag ich, hör mal zu, das ist mein Film, meine Energie und ich möchte es dann so haben. Und wenn ein paar Sachen nicht da sind, die einfach nicht gehen, dann ich kann da keine Kompromisse machen, so in der Hinsicht, so, ne, Ja, ich das. freue mich schon sehr auf den Dreh. Also wird auf jeden Fall eine coole Sache. Und ich bin Genau. auch wirklich auf das Ergebnis gespannt. Ich freue mich schon. Wie sieht es aus mit Festivals? Meldest du deine Kurzfilme bei verschiedenen Filmfestivals an oder momentan nicht? Also ehrlich gesagt, mit so Festivals, ich habe da echt null Erfahrung in dem Bereich. Ich werde mich da schlau machen. Ich werde mal gucken, ob meine Kurzfilme überhaupt geeignet sind, auf Festivals jetzt gezeigt zu werden, ob die Länge passt und so. Meine Kurzfilme sind bis jetzt relativ kurz, weil ich natürlich die Upload-Frequenz bei YouTube behalten will. Mein erster Fokus ist jetzt YouTube. Und bei YouTube ist es natürlich wichtig, wenn du eine Community aufbaust, dass du halt regelmäßig Uploads hast. Und ich versuche halt die geilen Stories halt in dieser Zeit, wo ich halt habe, zu präsentieren. Und Festivals, natürlich,
ist das eine Option, da weiterzumachen. Aber der erste Fokus ist auf jeden Fall YouTube. Das ist jetzt mein Weg, den ich beschlossen habe. Und das werde ich jetzt durchziehen und werde jetzt auch nach links und rechts nicht gucken, sondern das Ding machen und versuche damit halt natürlich mit meinen Filmen bekannt zu werden. So, ne? Also ich mache da auch kein Hehl drum und sage so und so, ich finde, dass meine Stories Potenzial haben, viele Zuschauer zu haben. Also, was ich dich fragen wollte, Stefano, du bist ja auch, du hast ja, wie ich auch, so eine riesen Filmleidenschaft und Serienleidenschaft. Welche Filme haben oder Serien haben dich besonders gecatcht so in den letzten Jahren oder in der Filmgeschichte? Und welche, vielleicht auch welche Filmemacher und Schauspieler? Okay, also ich gucke sehr, sehr gern Action-Movies an. Ne? Ich bin mit Sylvester Stallone aufgewachsen, Rambo, Rocky, Cliffhanger, Judge Ja. Dredd und so. Da geht mein Herz auf und dieser Mann, ich weiß nicht, das habe ich ein Gefühl von Familie, wenn ich das anschaue. So, ne? Sonst, was ich gerne anschaue, also ich liebe Sachen anzuschauen, die es davor so noch nicht gab. Also Black Mirror war zum Beispiel eine unfassbar krasse Serie auf Netflix, wo einfach jede Geschichte anders war. Und einfach das Ende immer so krass war, wo ich mir einfach gedacht habe, boah, heftig. Sonst, was fand ich gut? Also ganz klar, Schocker des Jahres war Saw und Hostel damals. Ich weiß noch, wir haben das geholt. Das waren, glaube ich, die Zeit, wo jeder auf CD diese ganzen Filme gebrannt hat. Es gab so eine Zeit, da hat sich das jeder so gebrannt und hat man die immer weitergegeben, um anzuschauen. Und wo dieser Typ bei Saw 1 hochgestiegen ist, habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch. Was für eine Ja. Story. Das Aber kam Leben. ja auch aus dem Low-Budget-Bereich eigentlich, ne, das ganze Voll, Ding. voll. Aber die Ja. Story, die ist mir bis Ja. heute im Kopf geblieben, steht dieser Typ einfach auf und am Ende. Und ich denke mir, wie genial ist das gemacht? Oder bei Hostel, wo der Chinese rauskommt und sagt, ey, wenn du viel Geld ausgeben willst, dann gehst du da rein. Und alle so, hä, um was geht's denn Ja. da? Und dann wird diese Story. Und es hat mich so fasziniert. Ich habe auf jeden Scheiß Filmfehler draufgekackt. Es hat mich nicht gejuckt. Ich war so fasziniert von der Story. Ja, und dann hat sich so im Laufe der Jahre so immer weiterentwickelt, habe ich gemerkt, okay, ich habe so einen Fetisch für geile Stories und andere Stories. Und dann ging das weiter. Und da gibt es halt auch viele Filmemacher oder Independent-Filme, die einfach geil waren, weil sie einfach eine andere Story erzählt haben. Aber ich bin natürlich auch Fan von großen Blockbuster. Ich meine, keine Ahnung, zwei Independence Day 2012, also auch so Mainstream-Geschichten, so, ne, haben mich natürlich auch gecatcht. Klar. Ne? So 300 fand ich auch Ja. mega krass, alleine von der Machart so. Und Sin City fand ich auch mega. Jo. Also wie gesagt, also die klassischen Sachen finde ich alle geil, aber ich bin so ein Fan, also wenn ich was angucke, will ich schon gern was Neues schauen, so, ne? Mit einer neuen Geschichte. Das ist das, was mich catcht und auch das, was mich vorantreibt. Sonst, klar, die ganzen Mafia-Geschichten, der Pate, Scarface und so, wer liebt die nicht? Und ja, Gesetz der Rache Cool, war Stefan. übertrieben krank. Ja. Was liegt denn als nächstes bei dir an? Ist das jetzt unser Projekt oder da kommen wahrscheinlich vorher noch fünf andere, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja Kurzfilme schon en masse vorproduziert, die sind jetzt alle in der Post-Production. Das heißt, die kommen jetzt auch nach und nach alle raus. Unser Projekt, da bin ich gerade am Drehbuch dran. Ich denke mal, dass es noch ein paar Tage dauert, bis das Drehbuch fertig ist. Jo. Und dann gucken wir mal, wie wir alle Zeit haben. Wir sind ja alle in Deutschland verteilt. Das heißt, wir müssen uns mal irgendwie mal an dem Wochenende, an einem Teil von Deutschland treffen und das produzieren. Und ich werde jetzt regelmäßig Kurzfilme produzieren. Ich habe zwar ein paar Langfilme noch im Kopf, aber die habe ich jetzt alle mal auf Eis gelegt, weil, wie gesagt, der Fokus liegt jetzt auf YouTube und das Ja. will ich aufbauen. Und ich denke mal, dass ich da eine coole Community bilden kann. Und ich persönlich würde es auch geil finden, wenn jetzt irgendjemand anders auch geile Kurzfilme oder eine Art geile Webserie rausbringt. Obwohl, es gibt ja viele Webserien auf YouTube. Die haben mich zwar jetzt nicht Ja, alle gecatcht. wir sind ja auch dabei mit meinem Team, wir sind auch dabei, eine Webserie zu entwickeln. Da ist auch was in Arbeit und auch ein paar Kurzfilme, weil ich finde das auch sehr entspannt, weil man hat halt nicht immer diesen großen Budgetgedanken, diesen ganzen Stress. Und es sind tatsächlich auch viele Schauspieler, die haben Bock drauf. Ne? Die sind bereit, wenn die Story gut ist. Es geht wirklich, die Story ist der Schlüssel eigentlich. So für viele Schauspieler, wenn die mal so ein Projekt unterstützen wie unsere, dass sie sagen, okay, da ist vielleicht nicht das ganz große Geld dahinter, aber die Story ist einfach geil. Und ich möchte ein Teil davon sein. Das könnte wirklich was Cooles werden, ja. Ja, interessantes Gespräch mit dir. Also macht wirklich Spaß. Freue mich auf jeden Fall auch auf die weitere Zusammenarbeit. Ja, wird eine coole Sache. Ja, auf jeden Und Fall. Also zu den Schauspielern ist es ja so, ne? Also guck mal, ich habe jetzt auch mit ein, zwei Bekannteren schon Kontakt gehabt, ne?
Und da war sag mal, das Feedback so, sag mal, da war das Feedback. Manche haben das richtig gefeiert, die sagen, hey, gib mir ein Sofa, Ja. ich penne bei dir eine Woche und wir drehen das Ding. Und manche haben ein bisschen so einen auf Diva gemacht und so. Aber das sind so Sachen, dass bei mir funktioniert das nicht so mit Diva und so. Mir ist das relativ scheißegal, weil bei mir ist die Story im Vordergrund so, ne? Für andere Filmemacher oder Filmproduzenten, ne? Die sagen, ja gut, wenn du den und den Schauspieler holst, ne, dann hast du auf jeden Fall mehr Chancen, dass der mehr Bekanntheitsgrad erreicht. Das wäre auch strategisch vielleicht auch klüger und so, aber. Du, was willst du mit so einer Diva am Filmset, Mann? Ich habe jetzt auch für ein Ja. paar Künstler mal auch Drehbücher geschrieben. Die haben das übelst gefeiert. Die haben richtig gesagt, sag, Alter, wenn wir so einen Film machen, das wird in der Szene übertrieben krank sein. Das wird einer der besten Deutsch-Rap-Musikvideos so, ne, sein. Und wegen Faulheit, also weil die halt gesagt haben, so, oh, ich weiß nicht, das ist ein bisschen zu anstrengend, wie sollen wir das machen? So, diese Extrameile, von der ich rede, die haben die halt keinen Bock zu gehen. Die setzen sich halt dann eher vor dem Auto und machen halt hier und da. Schade, schade, weil im Endeffekt sind wir ja alle Künstler und wir wollen ja was Geiles machen, so, ne? Und aber wenn sich halt einer damit zufrieden gibt, dann ist er halt auch okay. Aber dann ist der bei mir so ein bisschen an der falschen Adresse. Ja, weil ich habe halt Leute, die sind halt motiviert, die haben halt Bock, was zu machen. Das hat jetzt auch keinen Befehls- oder Generalston oder so, dass man da rumspringt und jeder macht und tut wie so Soldaten, sondern nee, die haben einfach Bock, etwas Geiles zu erschaffen und das merkt man auch. Und wenn du da halt da so eine Diva am Filmset hast und so, boah, da bin ich voll empfindlich so. Ich habe da auch gar keinen Bock drauf so. Das ist voll die Zeitverschwendung. Das ist voll die Zeitverschwendung. Deshalb brauche ich Ja, nur das stimmt. Leute, Das die bringt ja Bock auch haben, Filme zu machen. die ganze Atmosphäre wird dadurch versaut, wenn einer in so einer Gruppe, in einem Team dann querschießt oder die alles ja, für sich beansprucht oder viele Eitelkeiten schon von vornherein mitbringt, dann wird das nicht. Das schlägt auf alle anderen nieder. Ne? Aber guck mal, das ist auch so eine Thematik, das finde ich jetzt interessant. Guck mal, ich will jetzt keinem Unrecht geben, sondern der wird es eh nie hören. Aber ich habe jetzt mal gehört von dem Make-up-Artist von Jim Carrey, okay? Der hat gemeint, Ja. dass Jim Carrey am Filmset, ich weiß es nicht, nur vom Hören kann auch sagen, dass er nur labert, ne? Aber dass der anscheinend voll der Arsch sein soll am Filmset. Voll unfreundlich machen, bababam. Oder man hört ja auch voll viel von so Hollywood-Darsteller und Schauspieler, die sich am Filmset aufführen wie Sau und sexuelle Belästigung und so. Und ich denke mir, hey Jungs, ihr habt doch alle einen Traum gehabt. Ihr habt alle einen Traum gehabt, und zwar Film zu machen, ne? Und jetzt habt ihr diesen Traum erfüllt und jetzt fühlt ihr euch auch wie Arschlöcher. So, ne? Du Es ist bist so, doch es gar ist nicht. halt so, wo Du, du. Ruhm, also das ist ja die Ebene, wo Ruhm, Erfolg und Geld zusammenkommt, da ist ja immer auch ein bisschen Unheil. Aber das ist gerade beim Film ja schon die letzten Jahre skandalös gewesen, wenn man zum Beispiel gewisse Schauspieler dann rauskommt, dass die wirklich übelste Pädophile waren oder Sexualstraftäter oder Produzenten. Da gab es ja so viele. Total. Und Kevin Spacey, ich konnte mir den nicht mehr angucken. Ich konnte ihn einfach nicht mehr sehen. Also wirklich eklig, wenn du dieses Wissen hast, und das ist tatsächlich wirklich wahr, das stimmt. Und da sieht man halt, dass auch gerade in der Filmbranche viel mit Hoffnung vielleicht von den Schauspielerinnen da gespielt wird, dass die sexuell belästigt werden. Das ist einfach so. Und das ist auch in Deutschland passiert. Ne? Das Ja, ist traurig, aber wahr. In dieser total Klemmerwelt widerlich. tatsächlich, in ganz oberen Liga, scheint das gang und gäbe zu sein. Oder Normalität zu sein, oder was meinst du? Ja, yeah, das meine ich, das ist da total widerlich. Das sind ja Leute, die haben es ja geschafft, die haben ja mal einen Traum gehabt. Die sind jetzt, okay, vielleicht sind viele da reingeboren oder haben eine Chance gehabt und so, ne? Aber ich denke, es ist von einem, der jetzt von unten nach oben kommt und der das hat und der führt sich dann so auf wie so ein asozialer Depp und macht sowas. Er ist doch eine Katastrophe, Mann. So. Weißt du, das ist charakterlich unterste Schublade und alles drum und dran. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen. Und wenn die Leute dann sagen, ja, Film ist meine Leidenschaft und bla bla bla, aber du führst dich auf wie ein Arsch am Set. Nee, also, ich verstehe das nicht, habe da überhaupt gar kein Verständnis dafür. 0,0. Und ja, spricht halt einfach dafür, dass die halt einfach charakterlos sind, so, meiner Meinung nach. Geht gar nicht. Und man kann ja, also, wenn einer Ja. schlechte Laune hat oder sagt, irgendwas läuft nicht okay und er hat einen schlechten Tag, verstehe ich. Aber weißt du, wenn es sexuelle Belästigung oder Mobbing oder Erniedrigung geht und alles drum und dran und auch immer dieses Machtgetue, also da habe ich ja persönlich auch ein Problem damit, so, ne? Wenn einer hier denkt, der müsste sich über einen anderen stellen, so, hey, hör mal zu, Film hin oder her, mach was du willst, alle benimm dich gescheit, sonst fängst du ein paar, so, weißt du? Das geht 0,000 und das in jeder Grundsätzlich, also Branche, in keiner jeder hat das Recht, Branche. sich über jemand anderes zu stellen dann, ne? Und wenn jemand am Set das Sagen hat oder in der Produktion das Sagen hat, hat er das Sagen. Das ist völlig klar. Aber deswegen muss er ja niemanden sexuell belästigen oder
den Leuten dann halt einen Job geben in diesem Set gegen eine sexuelle Dienstleistung oder so. Ne? Das geht gar krank. Nicht. Ich meine, du musst als Regisseur, natürlich musst du eine Art Alpha-Tier sein. Und die Leute müssen auf dich hören, das muss eine Art respektvoller Umgang sein. Da muss auch Respekt sein, okay, der Regisseur kommt, wir müssen jetzt auf den hören und so, aber das muss ja alles normal sein. Das ist ja wie mit einem Chef, wenn du irgendwo arbeiten gehst, ne? Wenn du da so einen Choleriker-Vogel als Chef hast, ne? Der noch nie was von Führung gehört hat, ist doch klar, dass die Leute keinen Bock mehr haben und dass die irgendwann mal den Arbeitsplatz wechseln und so. Wenn du einen hast, der dich mit Respekt begegnet und dich richtig führt und dich richtig motiviert und zu Hochleistungen anspornt, dann ist ja was natürlich anderes. Aber das können voll viele Menschen nicht. Das können voll viele Menschen nicht so. Ne? Jetzt gerade auch bei normalen Jobs oder so, siehst du irgendwelche Firmen, der Vater hat es aufgebaut, der Sohn hat es übernommen und der Sohn ist eine komplette Katastrophe, kriegt nichts hin, hat keinen Respekt, gar nichts, bis es einmal einen Umklatscher macht, dann Privatinsolvenz oder sonst irgendwas. Und dann sind die wieder alle so am Rumheulen und alles drum und dran. Guck mal, das Leben, du musst dich ständig weiterentwickeln, du musst ständig lernen. So, ne? Und wenn du in so einer Position bist und du merkst, okay, gut, mir fehlen da die Skills, ja, dann eigne sie dir an. Aber so dieses von oben, unten herab, ich meine, das merkt man jetzt selber, gerade wenn wir das sehen, ist ja gerade Krieg, ne? Sehr, sehr schlimm. Da merkt man ja auch, einen Größenwahnsinn, noch voll Idiot und die ganze Welt hat Krieg, Mann. Das geht doch gar nicht, Mann, so in der Hinsicht. Ja, du hast halt überall, hast du ja sowieso, also egal in welcher Firma oder in welchem Bereich, du hast immer irgendwelche Narzissten, Egozentriker oder Leute, die einfach nur Komplexe haben und aufgrund ihrer Komplexe dann irgendwelche Machtspielchen machen müssen, um sich da zu befriedigen. Daran ist es schlimm, ne? Aber deswegen sollte man sich sein Umfeld sauber halten und sich davon grundsätzlich fernhalten. Dann wird man auch selbstbewusst dem gegenüberstehen. Dann kann so ein Mensch einen noch nicht anpissen, ne? Genau. Auf jeden Fall immer wieder in solche Situationen. Aber wie gesagt, wechseln wir das Thema. Ja, auf jeden Fall, wir kommen langsam zum Ende. Ich wollte mich auf jeden Fall bedanken, dass du mein Gast bist heute. Dankeschön. Oh, ich warte. Okay. Ich habe jetzt noch, ich folge dir ja auch schon ein bisschen länger, ne? Und krieg das ja alles mit dir so. Du bist ja auch als Drehbuchautor tätig, du schickst mir auch relativ Sachen, aber du bist im YouTube-Game ja auch ein bisschen aktiv, so, ne? Ich habe ja... Ja, was heißt Game? Ja, okay. Ich habe ja auch eine Leidenschaft, ich interessiere mich sehr viel für Kriminalität. Das heißt nicht, dass ich das gut heiße, ne? Aber wir zwei kommen ja aus Kalabrien, da ist ja die Mafia sehr, sehr aktiv, die 'Ndrangheta und so, das ist auch leider ein Teil der Geschichte von Italien. Ich sage, Mafia ist immer das Geschwür von Italien und da kommt auch ein bisschen das Interesse her, wie wo alles funktioniert. Und da bin ich auch ein bisschen auf diesen Genghis aufmerksam geworden, der hat ja viel über Wodka gemacht am Anfang. Komischerweise hat er noch einen sehr, sehr guten Freund hier aus unserer Stadt, der ist auch, Banditos, der David, den habe ich auch mal für einen Film genutzt und so, ein guter Kumpel von mir. Und da habe ich das mal gesehen und auch mit Ali Osman und der Typ, der immer reactet, der mit langen Haaren, dieser Maslak, der war auch nice und du hast mit allen Beef. Ja. Wie hat eigentlich ein Filmemacher Beef mit allen? Alter? Erklär mal. Und das wie kam, ist der aktuelle Stand? Weil ganz ehrlich, ich bin nicht mehr up to date. Also der aktuelle Stand ist, dass ich eigentlich selbst gar nichts mehr mitkriege. Du siehst ja, mein Kleiner, der dreht jedes Mal durch, wenn das Thema Beef kommt. Aber ich kriege tatsächlich nicht viel davon mit. Ich verfolge das nicht mehr richtig. Es gibt aber immer wieder mal Freunde, die schicken mir mal was zu. Das heißt, guck mal, der Maslak hat das gesagt, der Django hat das gesagt. Es waren noch ein paar Vorstellungen. Herr Junge, entspann dich. Lass den Hund reden. Mach mal kurz einen Platz. Das ist ein Eichhörnchen. Gib dem Hund eine Stimme. Ruhig. Er dreht wohl durch auf den Eichhörnchen. Ist gut, mein Kleiner. Ist gut. Entspann dich. Jetzt dreht der andere auch durch. Muss kurz Geduld haben. Okay, ist gut jetzt. Hey. Komm her auf. Lass dich einfach leben. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Die Frage war, wie kann ein Filmemacher so viel Beef auf YouTube haben? Ja, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich ja gar kein YouTuber bin. Ich habe mit Ali Osman diese Reportage gedreht in Rheinhausen, die auch sehr gut ankam, mit Jack Breaker und noch ein paar Freunden von mir. Weil wir in Rheinhausen haben diese schöne Doku gedreht oder Reportage besser gesagt, nenne ich das mal eher. Und es haben sich ja viele Leute auch ein bisschen an mir angestoßen. Vielleicht an meine Optik, an meinem Auftreten, ich hatte so einen Breakdance-Anzug an in der Doku. Da kam schon so ein bisschen die Hatewelle. Der Rest ist ja Geschichte. Ich hatte ja mich da mit Miami Gianni angelegt.
Das ist ja dann gegipfelt in Gangster GmbH. Und ich habe mich zwischendurch halt mit einigen Leuten auseinandergesetzt. Ich wurde hart angegriffen, habe mich in allermeisten Fällen gewehrt oder habe was klargestellt und habe auch derbe auf die Fresse bekommen, sozusagen dafür. Ne? Und irgendwann dieser Hate drumherum, also mir ist aufgefallen, okay, viele Menschen stehen drauf, die lieben halt Beef oder wenn sich andere Menschen streiten und stacheln das auch an. Das hat mich irgendwann angewidert. Aber ich habe halt in der Zwischenzeit auch einen Vertrag bei den Fernsehsendern in Aussicht und sag mir wirklich, und das wäre für mich eine Riesenchance, wenn ich diesen Film machen darf, ne? Als Drehbuchautor. Und ich kenne jetzt keine anderen Filmemacher oder Schriftsteller, die sich jetzt bei YouTube beefen. Meine Leute haben mir ein bisschen die Augen geöffnet, haben gesagt, lass das sein, geh da gar nicht mehr drauf ein. Lass sie einfach quatschen. Der Maslak hat es natürlich am Ende ein bisschen übertrieben, aber der steht halt auch dafür. Der hat zwei ziemlich stark frequentierte Channels und in diesen Channels geht es halt immer um Streitigkeiten von anderen Leuten überwiegend oder so moralische Botschaften. Ich kann da nicht wirklich drauf antworten, weil es würde mich dann wieder in diese Spirale reinziehen, so ein Geben und Nehmen. Ich muss aber gestehen an der Stelle. Eine Zeit lang mit Ali Osman hat das Ganze Spaß gemacht. Ne? Ja, und der Stand jetzt zu deiner Frage ist, ich habe kein Beef. Ich werde zwar von manchen angegriffen, mit ein paar Leuten habe ich auch Frieden geschlossen, richtig offiziell Frieden geschlossen, hier mit dem Cengiz und mit dem Ali, das ist alles geklärt. So, und ansonsten, ich bin in einer ganz anderen Welt. Ich befinde mich nicht in dieser Welt. Für mich ist YouTube so ein Hobby, dass ich halt ab und zu mal irgendwas Schönes mache, hochlade für die Leute, wenn ich Zeit finde, weil ich meistens wegen der ganzen Film- und Buchgeschichten und Selbstständigkeit keine Zeit dafür habe. Ne? Deswegen, mein Guter, da ist von mir nichts mehr zu erwarten in der Hinsicht. Ne? Also du hast es schon geschafft, mich dazu zu etwas, zu einer Äußerung zu bewegen. Also Respekt. Und hast du Okay. schon großes Vertrauen bei mir. Das freut mich, ne? Was soll ich sagen? Ja, aber ganz kurz, damit ich das jetzt auch verstehe. Also ich bin Ja, ja klar. von Natur aus ein neugieriger Mensch. Ja, hast du dich irgendwie positioniert? Weil normalerweise als Filmemacher, ich denke, du mit diesem Ali Osman hast du das Buch geschrieben, ne? Oder habt ihr das Buch Ganz geschrieben, genau, ich ne? habe das Buch geschrieben, Genau. Und das wir noch nicht veröffentlicht deswegen haben. haben dich alle gehatet, weil du das Buch geschrieben, weil du dich positioniert hast? Oder Zuerst kam wegen. der Hate einfach, das war einfach so Standard-Hate. Das ging um Optik. Ich war ja in Rheinhausen, ich bin um 4 Uhr morgens losgefahren hier bei mir. Mein Freund, wir bin nach Dortmund gefahren, habe dann noch Leute eingeladen, bin dann nach Rheinhausen. Es hat geschüttet. Ich hatte so eine komische 90er-Jahre-Klamotten an. Einfach auch, es hat so ein bisschen was mit dem Regen zu tun, dass ich diese Einfach Klamotten anhatte. die Leute fanden dich optisch halt nicht ansprechend und deshalb Die haben fand, die dich manche fanden gehatet. das wirklich komisch, das fanden die unseriös. Die dachten, ich bin ein Journalist. Die dachten, ich trete jetzt als Journalist auf. Und die fanden das irgendwie unseriös, meine ganze Art und Weise. Es gab auch so ein paar Livestreams. Aber das Entscheidende, wo dann der Hate erst anfing, wo ich wirklich Hate bekam, war dann halt, als ich mich in den Beef von Ali Osman, Mayim Gianni aus Spaß wirklich eingemischt habe, auch ein bisschen Spaß dabei gehabt habe, wie ich den mit dem Ali mich mit dem Mayim Gianni da auseinandergesetzt habe, ein oder andere Video gemacht, war auch noch auf der künstlerischen Ebene. Es wurde aber irgendwann eklig. Ne? Es kam dann halt so ganz hässliche und eklige Stunts auch von meinen Mitstreitern, so dass ich dann irgendwann mich distanziert habe. Und dann hatte ich zu diesem Zeitpunkt die Community von Mayim Gianni gegen mich, dann die Community von Ali Osman, weil ich mich distanziert hatte. Hat aber auch noch was mit so zwei, drei anderen Leuten zu klären, wo ich wirklich mal sagen musste, nein, stopp, bis hier nicht weiter. Ich sage euch mal jetzt die Wahrheit den Leuten, ja, wie es wirklich war. Hinzu kommt noch, ich habe ja Gangster GmbH gemacht mit Ertan Ongun, das ist ja im Endeffekt Scripted Reality, das, was RTL früher gemacht hat und so. Und das heißt, es wird eine Geschichte für wahr befunden und nacherzählt. Das ist im Endeffekt ein Schauspiel. Das muss aber, es kann auch zum Teil fiktiv sein. Und ja, durch die Nummer habe ich dann natürlich noch weiteren Hate bekommen. Und ich habe mich auch eine Zeit lang triggern lassen. Das heißt, ich habe dann auch reagiert, ne? Auf bestimmte Hater auch so zum Beispiel reagiert, was Blödsinn ist. Habe sogar Quatsch auf die zu regeln. Da gab es ja noch eine Gruppe, die habe ich als Sekte bezeichnet. Diese Gruppe hat mich dann auch arg attackiert. Und so war ich dann mal, war ich umzingelt von Haien sozusagen, die mich auffressen wollten, praktisch in diesem YouTube-Game. Und ja, habe dann irgendwann den Schlusstrich gezogen, weil ich habe Investoren, diese Investoren haben mir geholfen, jetzt wirklich ein Unternehmen zu gründen, ein richtiges Unternehmen. Ich war jahrelang freischaffend, das ist auch immer ein Struggle. Ja, und jetzt habe ich mit einem kleinen Team, mit Investoren, auch mit ein bisschen Kapazitäten halt ein Unternehmen gegründet. Wir entwickeln auch ja, Projekte und verwirklichen die. Und dann passt das halt einfach nicht mit diesem Beef. Das heißt, auf der einen Seite macht es Klicks. Klar, wenn der Mastak gegen mich schießt und ich würde jetzt ein richtiges Video gegen ihn machen, gegen den Mastak, würden unter Umständen Leute darauf reacten. Aber
Es macht mir keinen Spaß, keine künstlerische Herausforderung und hat immer einen bitteren Beigeschmack auf meine Tätigkeit als Schriftsteller. Mein nächstes Buch kommt jetzt zum Beispiel im Mai und als Filmemacher, ne? Und deswegen muss ich da auch sehr stark sein manchmal, also mich zusammenreißen. Und das Beste ist einfach, indem ich das nicht verfolge. Das heißt, ich habe alle deabonniert. Manche Freunde schicken mir da mal was zu, wie diese Sache von Maslak, ne? Wo der Maslak da auf mich geschossen hat und gesagt hat, in einer abfälligen Art und Weise. Und guck mal, ich sag doch mal was dazu an der Stelle. Wenn jemand halt so moralisch ist und wirklich andere immer bewertet und über die urteilt und sozusagen wie ein Richter über Gut und Böse entscheidet, ja, den Zeigefinger nach oben hebt, ne? Aber in Wahrheit wirklich die ganze Zeit nur über Streitigkeiten redet, die auch anzündet oder sich dann vielleicht zum Schlichter aufspielen möchte, dann ist das nicht real. Der Mensch ist einfach nicht authentisch, ja. Und wenn ich mich jetzt auf diesen Streit einlasse, erstmal habe ich gar keine Chance. Der hat insgesamt 400.000 Follower. Also in diesem YouTube-Game habe ich ungefähr so etwas über 1.000. Ne? Und wo soll es hinführen, ja? So, besonders Warum der hat, Age stört mich nicht mehr. aber warum hat der Maslak gegen dich geschossen? Weil jetzt so wie ich den kenne, also ich kenne jetzt nicht alle Videos, ich bin da jetzt nicht so hundertprozentig drin, aber ich muss sagen, ist schon interessant, ne, wenn sich die Leute beefen und so. Das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich würde mir das nicht anschauen. So, ne? Es ist halt wie, wenn Rapper sich beefen und so, man guckt halt gern hin, so, ne? Aber Wer dieser guckt, wer Maslak, verfolgt so. das nicht mit, wer verfolgt nicht böse Mann und Kolja Goldstein? Klar, jeder interessiert sich dafür, ne? Genau, Das ist ja auch aber zum völlig Beispiel klar. dieser Maslak, aber ganz kurz, dieser Maslak jetzt, so wie ich jetzt, ich kenne ihn nicht so, aber so wie ich ihn sehe, der ist jetzt auch zum Beispiel bei den Pedo-Hunters ein paar Mal dabei gewesen, ne? Hat auch Flagge gezeigt und hat dafür, glaube ich, auch ein bisschen Hate kassiert, aber ist trotzdem seinen Weg straight gegangen. Und so wie ich den Stimmt. jetzt sehe, ich schätze ihn, ist schon ein korrekter Typ, so, ne? Ich Ich könnte mir habe ihn jetzt auch, nicht. sehr respektiert. Ich habe ihn mal Ja. angeschrieben. So der erste Kontakt war Kritik. Ich habe ihn kritisiert, gerade für das Thema, was ich gerade gesagt habe, dass er halt sehr viel über Hate berichtet und das auch so ein bisschen triggert, das ganze Thema. Und er hat gesagt, hey, cool, ich mag solche Kritik am liebsten. Ich fand ihn auch immer nice bis zu dem Moment, wo er auf mich geschossen hat. Ne? Ich finde ihn eigentlich auch recht umgänglich und freundlich mir gegenüber. Also wir haben uns wirklich gut ausgetauscht. Er hat mir Respekt gegeben, er hat mir Props gegeben und ich fand ihn eigentlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt cool, weil auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen, ja. Und wie gesagt, mein erstes Anschreiben an ihn war damals wirklich eine Kritik und er hat da cool darauf reagiert, da waren wir so ein bisschen in Kontakt und er hat halt ein paar Mal auf meine Beef-Sachen da reacted. Irgendwann habe ich aber auch, da gab es noch so einen anderen YouTuber, der heißt Mo86 und er hat auch mal gegen mich geschossen, immer mich beleidigt und so. Irgendwann habe ich mal ein paar Videos von ihm angeguckt, habe die einfach mal durchgeguckt und ich habe mich totgelacht. Das war so wirklich unterhaltsam. Die Stunts, die er dort gebracht haben, die haben mich so amüsiert. Und da habe ich unter irgendein Video geschrieben, glaube ich respektiere dich. Und darauf ist der Maslak dann so ausgeflippt, weil der dann, das war nämlich ein Video, wo es um ihn ging. Und ich habe ja später erfahren, dass der Mo86 in diesem Video die Familie von Maslak beleidigt hat. Ich habe das Video gar nicht gesehen. Ne? Und da stehe ich natürlich auch nicht hinter. Und das ist auch von diesem Mo86 Kacke gewesen. Und ich kann das natürlich absolut nachvollziehen, dass der Maslak deswegen sauer ist. Ne? Das kann ich nachvollziehen. Von meiner Seite auch kein Hate, aber ich finde, er ist dann zu weit gegangen. Also er ist dann wirklich einen Schritt zu weit gegangen, hat mir dann noch angedroht, da kommt noch ganz viel gegen mich und so weiter und so fort. Ne? Nachdem ich nach diesem kurzen Video, was ich sah, wo er mich schlimm beleidigt hat und behauptet, dass was ja von Anfang an so der Haupt-Hate-Aufhänger ist, ich wäre angeblich Crack-süchtig oder Koks-Heroinsüchtig. Das war so der Hauptaufhänger von Anfang an bei meinem Hate. Ist halt, weil wirklich auch sonst nichts ist, also was man finden kann, da hängt man sich an sowas auf und sucht dann halt sowas rauf, dass der Standard so, der ist drogenabhängig, ja. Und genau, damit hat er halt auch wieder angefangen, ich bin cracky und was weiß ich. Das fand ich dann schon ein bisschen, ja, total übertrieben. Aber man muss ja mal der Sache auf den Grund gehen und der Grund war halt, dass ich das unter Mo86 Video geschrieben habe, war auch ein Fehler in dem Sinne, weil ich hätte vielleicht mal gucken sollen, unter welches Video ich das schreibe. Das war alles. Aber ich sage dir ganz ehrlich, mein guter, das belastet mich jetzt nicht, ja. Also es ist nicht für mich keine große Störung so. Also es ist einfach so, der Typ mag mich nicht, der schießt ab und zu gegen mich, wie auch manche andere. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt muss man damit ne leben. Und es gibt ja noch was weiteres. Wir wollen ja auch eine größere Öffentlichkeit außerhalb von YouTube mal erzielen und sind da auch im Ball. Und man muss auch ein bisschen mit Kritik und Hate auch leben können. Das gehört einfach dazu. Und auch die Verarschung, Persiflage und so, ne? Satire. Da sollte man nicht so empfindlich sein. Am Anfang, als ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, mit meinem Buch und mit Ali Osman, da war ich dann noch ein bisschen empfindlicher. Mittlerweile Teflon. Ne? So viel dazu. Also mehr kann ich da echt nicht so sagen. Ansonsten Also respektiere hast du ich jeden, der deinen was macht. ersten waschechten YouTube-Beef hinter dir, ne? Mein erster
überhaupt Beef, also früher in der Hip-Hop-Szene, da hatten wir auch mal so Beef, dann haben wir das vor dem Club geklärt oder kennst das ja selbst, ne? Aber der erste richtige Beef, wo ich mit jemandem wirklich öffentlichen Beef hatte, das war mit Miami Johnny, dann kam Genghis 44, dann kamen die Jungs von, dann gab es noch einen anderen, der eigentlich gar kein YouTuber ist, dann gab es die Jungs von der religiösen Gemeinschaft, christlichen Gemeinschaft und Auch noch. alle möglichen Wer sind Leute so. die? Haben die auch einen YouTube-Kanal? Wer sind die? Die haben auch einen YouTube-Kanal. Okay. Ich habe sie mal als Sekte bezeichnet. Was, christliche Gemeinschaft oder was ist das? Ja, so eine christliche Gemeinschaft ist das halt, ne? Sag ich mal. Das sind Menschen, die sind Christen und die haben Okay. eine christliche Gemeinschaft. Das waren früher mal, glaube ich, auch so Motorradrocker oder so, ne? Und die haben dich auch Und gehatet. ich sollte irgendein Video rausnehmen. Ich habe die als Sekte bezeichnet mal. Am Okay. Rande eines, also in so einem Beef-Kontext. Ich muss ja dazu sagen, in dieser ominösen Bubble ist das ein Hauen, Stechen, jeder gegen jeden. Du kennst ja die Serie Gomorra, ne? Ich vergleiche es immer mit unserer italienischen Serie Gomorra. Da gibt es ja immer diese Allianzen. Die Camorra macht ja immer neue Allianzen. Ne? Heute sind wir beide gut, aber morgen bist du mit meinem größten Feind gut ich bin abserviert. Ne? Das ist ja speziell in Napoli so. Und ein bisschen ist dieses Game so halt. Ne? Und diese Intrigen, die halt so da immer im Hintergrund laufen. Ne? Also, ich wollte es mal sagen, ich bin ein ehrlicher Typ, so, ne, ich mag dich, ich habe dich ja kennengelernt, aber diese ganze Beef-Geschichte ist halt. Weil du halt schon Partei ergriffen hast. Und ich meine, okay, dieser Ali Osman, ich kenne ihn nicht, ich will auch nicht urteilen über irgendwelche Leute, aber er ist schon, wie sagen wir, er polarisiert schon krass. Also wenn man was mit ihm zusammen Ja. macht, dann muss man auch damit rechnen, dass man was abkriegt, weil er jetzt kein normales Schaf ist, so sagen wir es mal so, sondern eher so ein Typ ist, der viele Leute anstößt. Also das heißt, viele Der Leute hat haben schon Probleme mit Feinde. Also, dem. als das Projekt mit ihm anfing damals, ne, da wurde ich von Anfang an, also es gibt ja einmal diesen öffentlichen Beef, es gibt aber auch so, ich will nicht sagen Bedrohungen, so, ne, aber so Feinde von ihm haben sich schon erlaubt, haben mich schon kontaktiert. So, oder Gegner. Feinde, also ich weiß nicht, ob seine Feinde sind, Gegner von ihm haben mich kontaktiert, haben mich auch schon ein bisschen Druck gemacht. Das Ganze hat schon große Kreise gezogen. Ich habe auch mit Leuten von Clubs, also tatsächlich, ich bin ein Genghis, ich bin ja nicht in dieser Szene, ne, aber also die haben mich auch kontaktiert und gesagt, hey, und so, alles Mögliche. Ich muss dazu sagen, ich habe mich seit Monaten nicht mehr geäußert. Ja, also ich werde mich da auch nicht mehr tiefer gehen äußern. Aber in mir drin ist sehr viel Wissen halt über diese Zeit. Ne? Was mich jetzt nur wundert, und das ist das Witzige, jetzt wo alle eigentlich. Oder zumindest ich habe jetzt zum Beispiel aufgehört, mit der, ich bin seit Monaten nicht mehr mich dazu geäußert, bin aus dieser Bubble rausgegangen. Es ist schon richtig hässlich und eklig, was da läuft. Ne? Ich meine jetzt nicht Ali Osman, aber allgemein, was diese YouTuber sich da gegenseitig teilweise am Kopf werfen. Auf der anderen Seite ist es auch eine Form der Unterhaltung. Also ich will es auch gar nicht irgendwie abwerten. Das gehört, ist wohl eine eigenständige Kunstform, Beef. Ist wohl mittlerweile wirklich eine Kunstform, die polarisiert. Zu deiner Frage wegen dem Ali, klar, der hat super Charisma, der Typ. Der ist nicht dumm und der hat auch die. Der kann Leute in seinen Bann ziehen. Ich muss auch ehrlich gestehen, also der ist auch in Ordnung, so wenn man mit ihm redet. Man kann mit ihm echt gut reden. Und das macht schon Spaß. Also dieser Rheinhausen-Dreh hat wirklich richtig Spaß gemacht. Wir haben uns da, ich habe mich auch krass gegen ihn gestellt, öffentlich, musste ein paar Sachen klarstellen. Wir haben uns schon ausgesprochen, ne? Und er hat nicht gegen mich geschossen. Er hat nie darauf, Sachen, die ich gesagt habe, hat er nie darauf geantwortet. Ich finde halt, okay, man muss irgendwann mal rein Tisch machen, das Gelbe vom Ei, ne? Und muss damit auch mal abschließen, ne? Aber ich bin ins kalte Wasser gesprungen, bin halt in den Beef geraten, habe mich triggern lassen, habe da voll mitgemacht eine Zeit lang und irgendwann gesagt, stopp, ich habe damit nichts mehr zu tun. Das tut mir auch unwahrscheinlich gut, ja? Weil es hat mir am Ende auch nicht mehr gut getan, ne? Und Leute aus meiner Familie, Freunde, Geschäftspartner, vor allem auch Leute aus dem Film, Schauspieler, Leute selbst bis hin zu Redakteuren vom ZDF haben gesagt, hey, was ist das denn? Das Witzige war, Red Pack Film, ist so ein bisschen Mentor von mir, also Christian Becker. Die lesen auch oft meine Scripts und geben mir Tipps. Die haben mich auch dazu angeregt, ein Studium zu machen, ein Drehbuchstudium. Red Pack Film, bin immer noch mit denen in Kontakt. Die haben auch letztens gesagt, wir können gerne mal einen Call machen, einen Videocall, mal ein bisschen meine neuen Projekte besprechen. Ja. Und irgendwann, mitten im Beef, in diesem Haupt-Beef-Modus, da habe ich ja unwahrscheinlich viele Stories auch ge gemacht und so. Und habe ich einfach mal einen Film von Red Pack geteilt, Blood Red Sky. Blood Red Sky. Habe ich geteilt in der Story zwischen diesen ganzen Beef. Und dann hat mich der Christian Becker angeschrieben, ich glaube auf WhatsApp oder per E-Mail, hat gesagt, hey, was ist denn da los bei dir? Und meine älteren Kollegen verstehen das nicht so ganz. Ne? Ja, und das war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, hey, das ist dein Mentor. Der Typ, der verfolgt dich schon seit 5, 6 Jahren, drehbuchmäßig. Und irgendwie glaubt er an dich. Ne? Er hat mir zwar jetzt noch keinen Vertrag auf den Tisch gelegt und irgendwie so, und die sind auch unwahrscheinlich voll zur Zeit, aber
wenn, das ist schon so ein Wink mit dem Zaunfall, wenn dann eine Redakteurin das sagt vom ZDF, aber viel wichtiger auch noch Freunde keinen Bock mehr haben. Freunde, Familie sagen, ey, das hast du doch nicht nötig, du bist doch ein Künstler. Ja, und ich habe einen gewissen Vibe als Künstler und auch, ich bin auch wie du halt ein Mann, so Armee sozusagen in dem Bereich. Ich lebe diese Kunst und es ist für mich das Ein und Alles, sozusagen beruflich und von der Verwirklichung, ja, abgesehen von Familie und so. Und ja, das ist für mich elementar und das kann ich dadurch nicht gefährden, weißt du? Und deswegen habe ich mich daraus wieder verabschiedet aus der Geschichte und werde da auch nicht wieder mit, lass mich da nicht wieder mit reinziehen. Ne? Wahrscheinlich das Video heute schon wieder für viele so, wenn viele sagen, oh, der ist wieder am Rennen, aber nein, wir reden ja ganz sachlich und vernünftig und ich muss auch niemanden beleidigen, ne? Gut, ist Beef, gibt es überall. Ich sage jetzt auch, ich wollte das Thema jetzt auch nicht langziehen. Mich hat das nur persönlich interessiert. Und dann habe ich gedacht, wenn ich den Kollegen schon hier mal im Podcast habe, frage ich ihn mal. Und jetzt so gegen Ende, was mich jetzt persönlich interessiert. Und zwar, du hast jetzt so einen krassen Charakter wie Ali Osman gehabt. Du hast ein Buch über den geschrieben. Du hast wahrscheinlich ein paar hundert Seiten runtergerattert. Erzähl doch mal eine kurze Story aus seinem Buch, wo einfach catcht, wo einfach geil ist. Ich stehe auf Stories, Eine Story Entertainment. aus dem, Eine eine geile interessante, Story aus dem Buch. eine, okay, ich erzähle mal eine Story aus dem Ali Osman Buch. Eine geile Story aus dem Buch. Eine Eine geile geile. Story. Also, es ist wirklich eine geile Story, die er Okay. erzählt hat. Also, immer unter Vorbehalt, das ist Alis Behauptung. Ich glaube ihm Ja. das auch so, an der Stelle zum Beispiel die Story, Okay. ne? Aber es gibt keine anderen, also praktisch, beziehungsweise es gibt keine anderen Stimmen dazu, ne? Okay. Aber es ist halt so, der Ali hat ja Streit mit einer anderen Motorradclub gehabt dort in Duisburg, ne? Und er sagte, er ist dann immer, oder wir haben es im Buch so geschrieben, der ist dann immer ins Rotlichtviertel gegangen, wo die ihre Bordelle hatten. Und da waren Dönerladen. Und die Behörden waren natürlich schon alarmisiert damals, weil natürlich dieser echte Beef halt auch bestand. Da gab es ja Schießereien und alles Mögliche schon, ne? Und Ali ist dann einfach ein Döner essen gegangen, in der Dönerbude, direkt da vor diesem Puff, in diesem Rotlichtviertel, was seinen Feinden gehörte. Natürlich war dann nur durch Alis Präsenz in diesem Rotlichtviertel war natürlich ein großes Polizeiaufgebot vor Ort. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass seine Feinde keinen Umsatz machen konnten in ihrem Rotlichtpuff da. Und da, ich hab, also ich musste wirklich ein bisschen schmunzeln. Also das ist wirklich eine lustige Geschichte, ne? Weil er ist dann einfach jeden Tag einmal hingefahren, sagt er, hat sich ja einen Döner gegönnt und ja, dann war halt ein riesen Polizeieinsatz raus und die normalen, sag ich mal, Rotlicht-Puffgänger, die haben sich dann halt nicht mehr reingetraut. Ne? Das war eine ganz interessante Geschichte. Was mich fasziniert hat bei dem Buch, ist besonders die Geschichte von Alis Kindheit. Ne? Die haben wir da ja auch ziemlich dezidiert aufgezeichnet. Und das, was ist halt seine Geschichte, die er erzählt hat. Und ich kann nicht sagen, ob es stimmt, was da alles so drin steht, ne? Aber es ist halt seine Geschichte. Und wenn das stimmt, dann ist das schon ziemlich, ja, interessant, ziemlich spannend, ne? Aber da gibt es halt viele so kleine Schoten, die wirklich interessant sind. Schon, ja, der hat schon Charisma, der Typ. Und er hat es wohl schon immer geschafft, auch andere in seinen Bann zu ziehen und sich für sich zu, ja, einzuspannen, sozusagen. Ich muss ja nicht in das Negativ nur behaftet sein, im Guten wie im Schlechten, ne? Ja, und die Zusammenarbeit mit ihm, das war ja monatelang cool. Es gab dann ein paar Punkte, da kam ich dann nicht mehr drauf klar und dann habe ich mich distanziert. Ne? Hört sich gut an, hört sich gut an. Bin mal gespannt, ob das Buch rauskommt. Ja, Und darüber spreche ich jetzt momentan nicht. Aber der Ali Osman und ich, wir haben uns schon vor Monaten mal ausgesprochen. Wir haben nichts miteinander am Hut oder nichts miteinander zu tun. Wir machen nichts miteinander oder so. Ne? Wir haben uns ausgesprochen. Ja. Ich wünsche niemandem was Schlechtes, weißt du? Auch die Leute, mit denen ich Streit oder Beef hatte. Ich wünsche ja niemandem irgendwas Schlechtes oder dass sein Leben schlecht verläuft. Ich verfluche niemanden, ne? Und ich finde immer, man muss auch, also das habe ich auch mal im Podcast gesagt, es gibt was eine besondere menschliche Stärke ist, jemanden zu verzeihen. Und auch eine besondere Stärke ist, jemanden um Verzeihung zu bitten, ne? Und ich finde, irgendwann sollte man sagen, Schwamm drüber, ja? Was war, das war, ja? Okay, das spielt sich alles im Internet ab und natürlich sind auch ist die Straße da nicht ganz unbeteiligt an der Geschichte, wenn es um Ali Osman geht, der ist da schon real, aber irgendwann muss man sagen,
Weißt du, es sind keine Todfeinde, die ich, mit denen ich da was zu tun habe. Internetbeef ist das. Ja? Das hat nichts mit dem echten Leben zu tun und das ist auch ziemlich abstrakt, ne? Das Ganze. Das ist doch ein schönes Ende, oder? Ja, das ist das Schlusswort. Das wir ist wollen, das Schlusswort. Wir wollen Filme machen und Bücher und wir wollen gute Podcasts Geschichten erzählen. Wir wollen gute Geschichten erzählen. So, ne? Genau. Genau. Perfekt. Also, hey, ich würde gern in eigener Werbung noch ein, zwei Sätze sagen, wenn das okay ist. Ne? Ja, sag, ich wollte auch noch auf deinen Channel. Hau mal raus. Also für alle, die Bock haben auf gute Stories, auf geile Filme, die ein bisschen mein Spirit fühlen und sagen, okay, geil, was der Junge macht, ihr seid herzlich eingeladen auf meinen YouTube-Kanal, guckt euch die Sachen an, wäre geil, wenn ihr das, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, wenn ihr euch die Filme anschauen würdet, das ganze YouTube-Gelaber mit Likes und Kommentare, das wäre natürlich eine geile Geschichte. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast, ne, zu deinem Podcast, war richtig cool. Auch technisch, das ist das erste Mal, dass ich so ein Interview mache. Ich war zwar ein paar Mal im Radio oder mal in dem Interview so mit der Zeitung, wenn irgendwie ein Film rauskam oder so. Aber so mit so einem Call auf YouTube das erste Mal. Also ich würde in Jungfurt hier so, ne? Ja, also vielen Dank für die Einladung, gell? Ja, sehr gerne, Stefano. Und ja, hat mich gefreut, dass du gekommen bist, dass wir das heute gemacht haben. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Erfolg bei deinem Kurzfilm-Marathon und freue mich auch schon auf den nächsten Film. Freue mich ganz besonders auf den Dreh mit dir und Ima zusammen und ja, auch auf weitere Projekte, auch wenn du bei mir bist, wenn wir zusammen drehen, unseren Spielfilm. Und freue mich auf, dass du auch der Opener bist für mein neues Format jetzt hier. Breakdown ist mein neues Format. Also ich werde regelmäßig jetzt mit Leuten aus der Welt des Films reden. Schauspieler, Filmemacher, Regisseure, auch Frauen und Männer, alles dabei. Ja, und das ist heute der, sozusagen, ja, wie sagt man, der Pilot, mhm. Genau. Und es ist mir eine besondere Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten und dich hier zu haben, bei mir jetzt als Gast zu haben. Ja, und die Leute draußen, danke fürs Zusehen, dass ihr uns gelauscht habt, dass ihr uns zugeguckt habt. Sowas wird in Zukunft öfters kommen und schaut auf jeden Fall mal bei dem Megatalent auf dem Channel, da sind schöne Sachen. Eine Frage habe ich noch ganz vergessen. Ein Film von dir, der war ziemlich erfolgreich, Dark Web oder Deep Web? Deep Web, die dunkle Seite des Internets. Der ist jetzt auf Amazon draußen, den verkaufe ich dort relativ gut, aber ich werde für meinen YouTube-Kanal den ganzen Film jetzt draufpacken und der müsste jetzt, wenn das Interview jetzt rauskommt, wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch online kommen, aber Trailer und die erste 4-Minuten-Version könnt ihr auch auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Am besten draufgehen, alles durchgucken, ne? Bis zum Ende, ganz wichtig, ne? Weil da sind immer Twist-Plots drin. Ja, ja. Und dann anschauen und ja, macht euch selber ein Bild davon. Ist auf jeden Fall ein geiler Scheiß. Ja, schaut mal da rein. Und dann an alle Leute draußen, auf jeden Fall, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst euch nicht ärgern. Und bleibt am Ball. Von mir hört ihr bald wieder. Und von uns beiden werdet ihr auch bald was gemeinsam hören und sehen. Ich wünsche euch was. Allen eine schöne Zeit. Ciao, ciao, peace.